aus Solingen. Mensch, rede mit. Rathaus im Dialog. Auf Facebook und YouTube. Ich glaube, dieses TV-Format hier aus dem Rathaus, ich kenne viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, das ist uns mittlerweile schon ein tägliches Ritual geworden. Die schreiben mir das auch und das liegt auch an Ihnen und auch an dem Team, dass das technisch macht. Von daher erstmal Kompliment. Sie sind da ja auch krisenhaft reingesprungen und das machen Sie richtig gut. Gestern haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten das Ruder des Handelns sehr an sich gerissen. Ich persönlich, und das habe ich auch mal deutlich gemacht, habe mich sehr für den vorsichtigen Kurs der Kanzlerin ausgesprochen, weil wir immer noch sehr, sehr wenig wissen. Ich will auch hier deutlich sagen, dass bestimmte Debatten der vergangenen Tage mir so völlig gegen den Strich gegangen sind. Ein älterer Mensch ist uns genauso viel wert und wir haben ihm unendlich viel zu verdanken wie jüngere Menschen. Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich bin sehr dafür, dass wir das hinbekommen, öffnen und schützen gleichermaßen. Aber das darf kein falscher Wettbewerb werden. Klare Richtlinien fehlen sehr, sehr oft. Und ich fand das gerade im Hinblick auf die Schulen nicht gut. Ich hätte mir gewünscht, dass wir erst Klarheit darüber haben, wie sind die Rahmenrichtlinien und dann die Öffnung machen. Wir müssen alles tun, um auch das Leben so lange als möglich zu erhalten und zu schützen. Und deswegen müssen wir gerade bei den alten Zentren, den Kliniken weiter hohe, strenge Auflagen einhalten. Ein Infektionsgeschehen in einem Altenheim ist der Worst Case. Wir in Solingen, das kann ich garantieren, werden nicht warten, bis ein Schwellenwert von 50 erreicht ist. Wir werden nicht einen offiziellen Schwellenwert abwarten, weil auch schon bei niedrigeren Zahlen kann es angezeigt sein, dringend und schnell und akut zu handeln. Die Virologen sagen uns ganz klar, es ist mit einer Wahrscheinlichkeit höher, deutlich höher als 50%, also eher wahrscheinlich damit zu rechnen, dass es eine zweite Infektionswelle geben wird, vielleicht sogar eine dritte. Ich freue mich, wenn Nachbarn sich wieder begegnen können, aber natürlich wäre es völlig fatal, wenn jetzt einfach wieder große Partys gefeiert würden. Das dürfte dann einfach nicht sein. Denken Sie, dass Solingen eine der Städte bleibt, die es am wenigsten treffen wird? Wenn Hilfe in anderen Städten notwendig ist, dann werden wir aus Solingen heraus auch anderen Städten helfen. Ich kenne auch zu viele Schicksale, wo Menschen in den Kliniken gelegen sind, denen ging es richtig schlecht. Mhm. Und vielleicht ist das dann nur ein Schicksal, vielleicht sind das nur wenige Zahlen. Aber wenn ich mir habe das berichten lassen, was ich da so gehört habe, dann war das für den Menschen und für die Familie schon schlimm genug. Und wenn all diese Kraft, die wir gerne einsetzen, dazu hilft, das für möglichst viele zu verhindern, dann tun wir viel und dann tun wir das Richtige. Da hat man sich eben auch viele Gedanken gemacht, was müssen wir denn Museumsbesuchern bieten, dass sie geschützt sind, aber trotzdem in Museen hinein können. Wenn man jetzt ins Klingenmuseum kommt, sieht es schon ziemlich anders aus. Das, was ein Museum lebendig macht, nämlich das museumspädagogische Programm, die Führungen durch die Sonderausstellung, das Schmieden im Schmiedehaus, die Schulklassen, die jetzt natürlich alle fehlen gerade und auch bis auf Weiteres fehlen werden, das ist natürlich traurig, ne, sage ich mal. Wir stellen uns vor, zum Beispiel Videoführungen für Kinder zu entwickeln, sodass Einzelkinder mit ihrem Smartphone zum Beispiel durchs Haus gehen können, QR-Codes antickern und dann eine kleine, kindgerechte, lustige Führung zu einem bestimmten Stück hören können. Sport- und Trainingsbetrieb im kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport in Freiluftsportanlagen möglich sein soll. Ab Montag gelten dann eben dieses Treffen von Menschen aus zwei Haushalten, auch im öffentlichen Raum. Es geht aber trotzdem auch weiter nochmal, das betone ich nochmal, das Abstandsgebot und das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz. Das gilt weiter, es ist nicht abgeschafft, sondern es ist bekräftigt. Ab Montag dürfen die vielen Gastronominnen und Gastronomen wieder ihre Türe öffnen, auch unter ganz strengen Auflagen. Die Geschäfte dürfen wieder aufmachen mit einer Person pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche. Massagestudios, Kosmetika, Tattoo-Studios, Fitnessstudios, Tanzschule, Sporthalle, Kursräume, Sportvereine, kleine Konzerte dürfen wieder unter offenem Himmel stattfinden. Die Volkshochschulen und anderen behördlichen, privaten, außerschulischen Bildungseinrichtungen dürfen öffnen. Das ist alles Montag. Und daran sehen wir ja schon, das ist viel. Da ist vieles dabei, wo ich sage, lass es uns mit Bedacht angehen, mit äußerster Vorsicht. Am 20. und 21. sollen die Freibäder wieder öffnen dürfen.
Hotels für Touristen geöffnet werden. Samstag, den 30. sollen dann auch die Schwimmbäder, Wellness-Einrichtungen, dann sollen es Fachmesse, Fachkongresse sein. Dann sollen es auch wieder Ausübung von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt im geschlossenen Raum sein. Dann sollen die Kinos, Theater und Konzerthäuser wieder geöffnet werden. Dann soll es wieder gesundheitsbildende Angebote in Volkshochschulen geben. Dann soll es wieder sportliche Wettbewerbe geben, auch in Hallen. Ich will das nochmal sagen, deswegen war mir das ja so wichtig, auch dieses Studio hier. Ich möchte gern, dass wir all das, was wir an Informationen haben, auch transparent machen. Mir war von Anfang an wichtig, bei den vielen Fragen, erinnern wir uns mal gerade an den Anfang, ja, die noch so, ne, diese riesen Fragezeichen zwischen den Augen, dass wir uns als Rathaus noch mehr öffnen und noch mehr zur Verfügung stellen für die vielen Fragen. Und auch ehrlich einräumen, wenn wir mal gerade keine Antwort haben. Es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass man manchmal keine Antwort unmittelbar geben kann. Ich schaue sehr regelmäßig auch rein und ich sehe auch, was das Team hier im Social-Media-Bereich dann auch beantwortet. Die geben sich richtig viel Mühe und die sind wirklich quasi 24 Stunden und auch am Wochenende für die Bürgerinnen und Bürger da und versuchen auch ihr Bestes zu geben. Wann werden denn die Ämter wieder geöffnet? Die Ämter waren nie geschlossen. Muss man ganz deutlich sagen. Wir müssen überlegen, dass das, was wir an Dingen uns erarbeitet haben in der Krise, jetzt auch in Systeme fassen, dass das danach auch wieder möglich ist. Ich bin auch Chef von etwa 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und deren Schutz liegt mir auch sehr am Herzen. Deswegen können wir jetzt nicht einfach wieder alle Türen überall aufmachen, sondern wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Eine Stadtverwaltung muss funktionieren. Ich glaube, in dieser Krise hat es ja nochmal gezeigt, welchen Wert der öffentliche Dienst hat und wie wichtig es ist, dass sich Menschen für das Gemeinwesen engagieren. Und deswegen müssen wir sie auch schützen, damit unser Zusammenleben weiter funktioniert. Wir haben einfach auch zusätzliche und andere Aufgaben zum Bewältigen gehabt, weil die Nachverfolgung von Infektionsketten zum Beispiel ist jetzt nicht in allen Teilen der Verwaltung eine Aufgabe, die da regelmäßig wahrgenommen wird. Und wir haben zum Beispiel das Gesundheitsamt teilweise mit über 120 Menschen aus unserer Verwaltung verstärken müssen, damit wir diese Aufgabe haben wahrnehmen können. Wir haben weit über 50 Kolleginnen und Kollegen in das Ordnungsamt geschickt, damit wir dort unterstützen konnten, weil das da alleroberste Priorität hatte. Wir haben jetzt gerade heute auch per Pressemitteilung veröffentlicht, dass wir ab morgen auf der Gasstraße die beiden Schalter, die wir schon die ganze Zeit am Start hatten, jetzt nochmal erweitern. Wir gehen jetzt peu à peu so vor, dass wir immer mehr Dienstleistungen über das, was wir die ganze Zeit halt schon zur Verfügung gestellt haben, dann auch wieder face to face mit den Einschränkungen ermöglichen. Aber das tun wir sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend. Wann machen denn die Bürgerbüros wieder auf? Da möchte jemand seinen Personalausweis abholen. Genau das kann man an der Gasstraße machen, heute auch schon. Beim Jobcenter ist es so, dass auch dort eine entsprechende Hotline geschaltet ist. Die Unterlagen, die eingereicht werden können, sind also auch auf digitalem und auf postalischem Weg einzureichen. Auch das haben wir ja in der Krise gelernt, ne? Digitalisierung, digitaler Unterricht. Da darf man auch mal sagen, da sind wir in Solingen ja wirklich weit, 16 Millionen in Digitalisierung investiert, Breitband an den Schulen, PCs in den Schulen. Ich bin der Überzeugung, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Gut ist, dass wir in Solingen, und ich glaube, da kann man nochmal sagen, Dirk, auch aus deinem überregionalen Blick, ne, dass wir uns in Solingen gut vorbereiten, dass wir Administratoren da jetzt haben, dass wir Serverkapazitäten, dass wir Programme haben, weil all das gehört, es ist ja nicht getan, sich einfach nur mit einem Pad zu Hause hinzusetzen. Man braucht ja dann auch die Programme und die Server und so weiter. Das haben wir in Solingen ja alles vorbereitet. Da investieren wir auch jedes Jahr und zwar Millionen. Ist es möglich, neue Termine für Hochzeiten zu bekommen? Da sind die Anschlüsse auf jeden Fall für solche Fragen offen. Glück ist, wenn du mit deinen Liebsten einfach zusammensitzen kannst und Zeit verbringen kannst. Glück ist manchmal ein kleines Stück Garten oder Grün, wo du dich mit Leuten treffen kannst. Wenn das auf einmal fehlt, dann merkst du doch erst, na, ich will nicht sagen, wie unwichtig, aber wie weniger wichtig dann so manches Thema geworden ist, um das man sich sonst auch so gekümmert hat.
Mit Beteiligung ist ja im Moment auch relativ schwierig möglich. Es gibt ja so gesetzlich vorgeschriebene Auslegungen von Plänen und ähnlichen Dingen. Ich will da auch nochmal sensibilisieren. Natürlich kommt immer das zutage, was nicht funktioniert und selten das, was funktioniert. Das, was wir jetzt hier machen, ich glaube, so eine Beteiligung haben wir als Resonanz doch auch noch nicht gehabt. Wir haben jetzt viele Papiere, wo vieles geregelt werden soll, wo vieles angekündigt, wo vieles angepasst und so weiter und so fort. In allen Papieren gesucht. Was ich vermisse, ist das, was wir vor einigen Wochen noch so unbedingt betont haben, dass die Frauen und Männer, die in den systemrelevanten Berufen im Einzelhandel, in der Gesundheitsfürsorge tätig sind, dass die auch eine entsprechende Anerkennung, zum Beispiel über höhere Gehälter, erfahren sollen. Nicht mit einem Satz finde ich das da wieder. Ist vielleicht auch nicht der richtige Ort, aber wir dürfen es jetzt nicht zu schnell vergessen. Ich vermisse einen Satz dazu, wie wir Kommunen das jetzt alles auch finanziell stemmen. Im Moment droht die Situation schon, dass uns das, und das hat Ralf Wehke deutlich gemacht, sehr, sehr viele Millionen Geld kostet. Und er ist von 40 Millionen ausgegangen. Wir werden sehen, wo wir am Ende landen werden. Da ist es eine Hilfe, wenn wir es sonderbilanzieren dürfen. Ich sage es hier nochmal sehr, sehr deutlich. Wenn hier Rettungsschirme aufgespannt werden, und da gibt es gute Gründe für viele, das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber dann gehören die Kommunen als Kernelement unseres Zusammenlebens, als diejenigen, die Bildung organisieren, die Infrastruktur organisieren, die Wirtschaftsprosperität organisieren, die gehören zwingend mit darunter, und das fehlt mir in all den Papieren noch. Und da werde ich ziemlich laut werden, wenn das wirklich weiter vergessen werden sollte. Die, die uns geholfen haben in der Krise, und die Kommunen als die Ebene, auf die sich Bund und Land jetzt gerade wieder verständigt haben, die sollen es mal machen. Die dürfen jetzt nicht im Regen stehen lassen werden. Das darf nicht passieren. Live aus Solingen. Mensch, rede mit. Rathaus im Dialog. Auf Facebook und YouTube.